Hallo und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Projekt, und zwar ein Together mit Real Thunder Hallo, God. hallo. Sag mal hallo. Ja, ihr kennt ihn sicher noch von Survivors, manche vielleicht, die das gesehen haben. Wir wollen Terraria zusammenzocken. Ich kenne das Spiel überhaupt nicht, also ich bin auf deine Hilfe angewiesen. Ja, werde ich mir mal größte Mühe geben. Ich meine, ich kenne ja auch noch nicht so viel. Juhu. Aber das Wichtigste jetzt ist erstmal ein wenig Holz sammeln. Okay, wie du siehst, hast du oben schon drei Kupfer-Ausrüstungsgegenstände, ja. Sag ich mal. Ein Kurzschwert, womit du dich so grob deine Haut ein bisschen erwehren kannst. Dann die Spitzhacke, ja. Um Dreck, Steine und Metall abzubauen. Okay. Und die Axt, die du für Holz brauchst. Mit der ich hier gerade rummacke. Genau. Wenn du einen Baum fällen willst. Rüstest du erstmal die Axt aus? Logischerweise. Und dann. Ja. Genau. Drauf los. Alles drauf los. Hämmern, okay. Kannst gedrückt halten. Und wenn du ganz unten das machst, dann löst sich im Normalfall direkt der ganze Baum auf. Dann kriegst du Holz. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Holz sammeln. Du kannst ja so lange die Viecher vom Hals halten. Ja, Holz können wir immer gebrauchen, weil wir schon mit Holz ein Schwert basteln können, was etwas wirkungsvoller ist. Ich hab, glaub, schon ein Schwert. Ja, das Kupfer-Kurzschwert. Das ist aber nur so ein kleiner Zahnstocher-Piekser hier. Ah, okay. Und mit Holz, beziehungsweise mit ausreichend Metall später, können wir dann auch Breitschwerter machen. Die werden richtig schön geschwungen, haben auch ein bisschen mehr Rückstoß, sodass die Feinde ein bisschen weiter zurückgeschubst werden und machen auch mehr Schaden. Autsch. Oh, okay. So, das hat weh. Ich würde sagen, wir brauchen jetzt erstmal ein Haus. Ganz dringend, weil es schon langsam dunkel wird. Hier. Du kannst schon mal anfangen, so ein bisschen zu begradigen. Okay, mit der Kupferspitzhacke. Genau. Und dann crafte ich uns mal einen Hammer, mit dem können wir dann im Hintergrund diese komischen... Ich habe das Kaninchen ermordet. Ja, Tiere müssen sterben. Fleisch und so, ne? Ja. Nee, aber ich glaube, ich weiß nicht, ob das immer noch gab, aber ich meine, ich hätte mal was gehört von wegen, dass man mit Kaninchen, wenn man die auf eine bestimmte Art und Weise getötet hat, konnte man so einen Hut bekommen. Vielleicht kann man ja aus sich irgendwann auch einen Pelzmantel machen. Vielleicht. Das werden wir sehen. So, da noch das eine Eckchen weg. So, jetzt ist es schön gerade hier. Oder ist es noch Och, nicht groß genug? Doch, das reicht. Dann Kaninchen! Machen wir jetzt erstmal eine Standardbehausung, ganz einfach um die erste Nacht. Gut zu überstehen, ohne dass uns die Zombies an die Kehle gehen. Ja, die Zombies habe ich schon, als ich mal Testaufnahme gemacht habe, schon gesehen. Die haben mich auch gleich mal umgebracht. Die haben mir den Kopf abgerissen. Oh. Ich helfe dir mal. Ey, komm her. Raus aus dem Haus! So! Ich komme mit der Steuerung noch nicht so klar. Weißt du, wie man craftet? Nein. Okay. Wenn du Escape drückst, öffnest du dein Inventar. Ah, okay. Da siehst du halt alles, was du gesammelt hast. Das meiste wird nicht direkt so viel. Oben reingebracht in deine Leiste von 1 bis 0, in deine Zahlenleiste. Ja. Blöcke kannst du setzen, indem du die Blöcke auswählst, zum Beispiel das Holz. Kannst du aber hier draußen versuchen. Kannst dann mit der Axt wieder wegbauen. Und dann einfach Linksklick auf den Boden und dann immer drüber. Okay, das will nicht. Probier's mal so. Da. Ah. Jetzt. Dann immer knapp davor so, dass das halt immer noch in der Reichweite ist. So, jetzt brauche ich aber erstmal Türen. Tür 1. Ich kann auch eine Werkbank herstellen. Werkbank habe ich schon hingestellt. Oh. Da habe ich vergessen zu ebnen. Oh mein Gott. So, jetzt haben wir erstmal Türen. Aber Hooray. Das reicht noch nicht. Also wenn jetzt die Zombies kommen, dann könnten die uns die Türen einschlagen.
weil wir noch kein vollwertiges Haus haben. Erstmal. Bitteschön. Habe ich dir mal einen Ich wollte den kaputt Holzhammer machen. Gegeben. Ja, danke. Damit kannst du diese komischen Dreckwände hier im Hintergrund entfernen. Damit kann man generell Wände abbauen im Hintergrund. Da musst du halt die ganze Zeit gedrückt halten. So, jetzt braucht man nämlich noch unsere Wände. Okay, wie machen wir die? Das machen wir aus dem Holz, das wir gesammelt haben. Ich mach mal ein paar. Da. Habe ich dir ein paar rübergeschickt? Ja, ja, ich hab's schon. Okay. Ich muss dir nur irgendwie. So. Und jetzt müssen wir die einfach nur im Hintergrund pflanzen. So, dass eben nach Möglichkeit nirgends Luft ist. Ich gebe mein Bestes. Okay, jetzt habe ich ein bisschen übertrieben, glaube ich. Macht nichts, macht nichts. So, das hätten wir auch schon. Du hast doch mit Sicherheit jetzt auch schon ein paar Schleime getötet. Ja. Ja, so ein oder zwei. Da dürftest du auch Gel bekommen haben, richtig? Ja, Clipper. Ja, gut, ich spiele es halt auf Englisch, deswegen heißt das bei mir Gel. Jelly! Daraus und mit Holz kannst du Kerzen machen. Ich mach mal ein paar. Oha. Die müssen wir nämlich auch in unserem Haus verteilen. Ich habe jetzt auch ein paar hergestellt. Ja, brauchen wir auf jeden Fall, vor allem wenn wir dann auf Erkundungstour gehen. Und jetzt brauchen wir nur noch einen Stuhl. So. Stuhl. Mal gucken. Sehr schön. Und das Haus ist direkt schon bewohnt worden. Jetzt wohnt der Guide hier. Also. Der wer? Der. Wie heißt das auf Deutsch? Der Fremdenführer. Führer? Ich weiß nicht, Führer klingt so komisch. Der ist auf jeden Fall eine recht wichtige Person, weil bei dem kannst du nachsehen, beziehungsweise mit welchem Material du was herstellen kannst. Ah. Da kommt ja jemand. Das ist er. Jake. Hallo, Jake. Mit dem kannst du sprechen, wenn du ihn rechts anklickst, wenn du neben ihm stehst. Und dann siehst du halt Hilfe, dann gibt er dir so ein paar Tipps. Und bei Crafting, wie heißt das auf Deutsch? Genau. Herstellen. Da kannst du, da siehst du eben. Da kommen Zombies. Ja. Die werden jetzt unsere Türen angreifen, aber ich denke, sie können sie nicht zerstören. Zumindest hoffe ich das. Ansonsten stelle ich uns gleich nochmal schnell Holzschwerter her. Auf jeden Fall kannst du, wenn du ihm bei Herstellen klickst, siehst du, dass das Inventar wieder da ist. Ja, und dann kann ich das anklicken alles. Ja, nicht nur das, da kannst Holzpfeil. Du, da siehst du, also wenn du Material nimmst, nimm zum Beispiel mal dein Holz und leg das in dieses kleine Kästchen, wo steht, platziere Material hier, um Rezepte anzuzeigen. Und dann siehst du, was du daraus alles machen kannst und was du eben dafür auch brauchst. Petroleumfackel. Aber jetzt mache ich uns erstmal schnell Holzschwerter. Holz und eine Fackel. So. Ups, das wollte ich nicht. Einmal ein Schwert für dich, ein ordentliches. Danke. Weil die Holzbreitschwerter sind schon stärker als die Kupferkurzschwerter. Die schwingen mal auch ganz anders. Ja. Und die haben auch ein bisschen mehr Knockback. Ich habe dir schon, wie du vielleicht gesehen hast, ein enchantetes Schwert gegeben, also ein verstärktes, verzaubertes. Schwer, ja. Das gibt es in verschiedenen Ausführungen. Okay. Und zwar gibt es das nicht nur im Positiven, sondern es gibt auch negative Verstärkung, also negative Verzauberung. Dann sind im Regelfall die Gegenstandsnamen grau. Also richtig grau hinterlegt, weil die dann echt scheiße sind. So wie bei Kupferspitzhacke zum Beispiel. Da steht faul dahinter. Ja, das musst du mal gucken, was das für Boni bzw. Mali in deinem Fall gibt. Da steht 4 Nahkampfschaden, 4% kritische Trefferchance, schnell, sehr schwacher Rückstoß, 35% Spitzhackenkraft, minus 9% Tempo. Ja, genau. Dass dieses minus 9% oder plus 15%, das nehmen diese Verzauberungen dann. Und das gibt es in mehreren Stufen. Also blau ist die erste Verzauberung. Ja.
Da ist ein Dämonenauge da oben. Da werden wir uns jetzt erstmal schön von fern halten, weil Zombies und Dämonenaugen halten schon ziemlich viel aus für den Anfang. Aber... Ja, mit denen habe ich schon Bekanntschaft gemacht. Ich werde mal kurz rausgehen. Oh Gott! Weil ich an den Stern will. Wenn wir 10 von diesen gefallenen Sternen gesammelt haben, können wir Mana-Tränke herstellen, womit wir Mana bei uns aktivieren können, also Mana dazu kriegen. Okay, soll ich dir den Rücken frei halten? Du kannst hinter mir gleich wieder zumachen. Oh, diese Schleime. Mach zu. Rechtsklick. Ah, okay. So, schon dabei. So, den Stern habe ich mir geholt. Schnell. Nee, das Auge will ich jetzt auch noch kaputt machen. Dann brauchen wir sowieso später noch Linsen, die wir von den Augen gewinnen können. Weil wir damit den ersten Boss beschwören können. Das Auge von Cthulhu. Da kommt ja noch ein Zombie. Ja, Zombies. Kann man die eigentlich durch die Tür angreifen? Nee. Du kannst. Schade. Nur mit magischen Gegenständen später. Durch Tür. Also durch das wäre lustig geworden. Angreifen. Oh, ich habe einen Stern gehört. Ich gehe mal eben den Stern suchen. Okay. Ich sehe ihn. Du bist so lange eingestellt. Hooray! Ich sitze hier. Vielleicht können wir einen zählen. Da kommen noch mehr Zombies. Sie klopfen an die Tür. Guten Tag, wie geht's euch? Ja, wollt ihr rein? Nö, ist nicht. Tut mir leid. Geldcheck, in uns aus, kommt niemand. Blöd nur, dass der Geist hast nicht du den kämpfen Stern? Kann. Ja. Ja, nee, ich beschütze ihn, ist klar, ne? Ach, das schaffst du schon. So. Ach, verdammt, jetzt habe ich vergessen, mir einen Hammer zu basteln. Egal. Oh nein! Tada! Ich habe auch während ich draußen war noch schnell ein bisschen, also 2 kleine Eisenerze mitgenommen. Ah, ist ja schön. 2 Eisenerze ist halt irgendwie so gut wie nichts, aber... Oh, noch ein Stern! Und schon groß. Wieder Zombie. Sehr schön, das freut mich doch, dass sie alle, ouch, in unserer Nähe rauskommen. Ja, und ich mach mal wieder zu dir. Du hast ja den Schlüssel für das Haus. Richtig. Ich nicht. Also wenn ich rausgehe, also, bin ich wohl am Arsch. Zur Not, mache ich einfach die Mauern kaputt. Oh nein, aber dann kommen doch alle rein. Wieder zumachen. In der Zeit sind schon alle drin. Schauen wir uns mal ein bisschen um hier. Ja, kannst du ruhig machen. Dann mach aber hinter dir zu, damit der Guide nicht drauf geht. Ich meine, die kommen zwar irgendwann wieder, aber das dauert dann normalerweise. Ja, boah, es ist hier dunkel. Ja, wobei das geht noch. Also, ich habe das früher mal gespielt, da war das noch ziemlich heftig mit der Dunkelheit. Kannst auch versuchen, dich mit den Zombies anzulegen, weil die ganz gut Kupfer und Silber geben. Geld, was wir später brauchen. Ja. Ich baue schon mal ein bisschen Steine ab, weil wir das für Schmelzöfen und sowas brauchen. Tun mir ziemlich viel Schaden. Zur Not das Haus. Es schaut schlimm aus. Ich habe nur noch 3 Leben oder so. Na, immerhin nicht gestorben. Ja. Ich nehme mal an, du hast auch einen Softcore-Charakter gemacht. Ich weiß nicht, was das genau sein soll. Also. Weiß ich jetzt auf Deutsch auch nicht. Auf jeden Fall bedeutet das, dass du bei deinem Tod nur ein bisschen Geld verlierst. Die nächste höhere Stufe. Ach so. Medium Core im Englischen bedeutet, dass du eben auch Items verlieren kannst. Und Hardcore ist der härteste Modus, da verlierst du halt den ganzen Charakter. Wenn er tot ist, ist er tot. Oh no! Nein, ich hab jetzt einen Pilz genommen. Der heilt mich gerade. Ja. Ja, gut, der heilt dich einmal 15 sofort. 15 Punkte. Ja, und dann steigt sie wieder an für 22 Sekunden noch. Das ist aber passiv mit irgendeinem Patch dazu gekommen, dass das jetzt sich regeneriert, wenn du Schaden für eine Zeit lang vermeidest. Du hast dann unter deinem unter dieser Zahlenreihe dann so ein kleines Symbol, wo die Zeit abläuft. Das bedeutet, du kannst in der Zeit keine weiteren Heiltränke oder Heilgegenstände zu dir nehmen. Ja, das steht dran. Keine Heilitems. Ja. Da ist schon wieder so ein Dämonenauge. Achtung, manchmal ist die Nacht vorbei. Geht auch so. Tada! Oh, ein Kamin. Schön. Da können wir dann später die Erze zusammenschmelzen. Oh, okay. Dachte schon, wir können Essen herstellen. Nee, das gibt's hier nicht.
Och, schade. So ein Schnitzel wäre schon was Feines da drin. Dass dir dann irgendwelche übelsten Rüstungswerte gibt. Plus 300 genau. Lebenspunkte, plus 400 genau. Rüstungswert. Also Rüstung... Wäre voll episch. Rüstung wird hier in dem Spiel auch so eine Sache. Am Anfang, die Anfängerrüstung und so, die werden wir vielleicht noch ganz gut zusammenfinden, weil das in eher größeren Mengen vorzufinden ist. Aber später wird das ein richtiges Grindfest. Oh. Da haben wir dann echt... Also für komplette Ausrüstung können wir dann schon mal viel Zeit einplanen. Okay, gut. Allerdings lohnt es sich das dann auch, weil man sonst von den Bossen einfach zerfetzt wird. Ja, das glaube ich. Ein Schlag und man ist hin, oder? Nee, nicht ganz. Also ohne Rüstung, selbst ohne Rüstung brauchst du dann ab und zu noch ein paar Schläge. Kommt auf den Boss an. Okay. Okay, ich wollte gerade die Tür zumachen. Ah. Oh, jetzt jagen die dem... Was? Warum hauen die jetzt Weil ab? Es hell wird. Guck mal in den Hintergrund. Oh, schön. Okay. Ja. Warte, ich mach da mal zu. Gut. Also, willst du noch ein bisschen weiter Holz abbauen? Weil Holz brauchen wir immer. Das werden wir auch immer brauchen. Da kannst du dann auch gleichzeitig eventuell ein bisschen einebnen, wenn du hier das Holz abgebaut hast. Und dann, wie du in deinem Inventar schon gesehen hast, hast du so Acorns, Eicheln sind das, glaube ich. Ja, Eicheln. Damit kannst du dann neue Bäume anpflanzen. Das heißt, da können wir dann ganz angenehm aufforsten. Sehr schön. Ich Bäume züchten. Derweil schon mal so ein bisschen am Erforschen. Ich muss nämlich auch gucken, wo wir, beziehungsweise ob wir in der Nähe Verderbnis haben, Korruption. Oh. Ich weiß nicht, ob du damit schon Erfahrung gemacht hast, in deinen wenigen Übungsminuten, sag ich mal. Nein, noch nicht. Korruption ist ziemlich, ziemlich böse. Die Korruption kann sich nach einer Zeit über die ganze Welt erstrecken. Also die kann die Welt befallen, wie so eine Krankheit. Mhm. Und da werden ganz miese Viecher gespawnt. Das sind die Seelenfresser. Oh, Seelenfresser passen ja irgendwie Die verfolgen dich auch sehr weit und machen extrem viel Schaden. Das sind wie die Dämonenaugen in viel größer und gefährlicher. Oha. Das heißt viel größer, aber doch schon ordentlich größer. Warte mal, was mir gerade einfällt. Wir könnten ja noch Teams machen. Und zwar, wenn du Escape drückst, dein Inventar quasi aufrufst, siehst du ja rechts deine Ausrüstungsleiste und darüber diese mehrfarbigen Schilder. Wenn wir uns da für eine Schildfarbe entscheiden, dann sind wir in einem Team. Dann sehen wir auch immer, wie weit die anderen entfernt sind. Sehr schön. Das heißt, wenn ich mal schreie, Korruption, dann weißt du ungefähr, dann muss ich rennen. 500 Fuß Entfernung sind, ist Korruption. Okay. Ich hacke weiter Holz. Oh, das ist schon mal sehr schön. Ich habe Sonnenblumen gefunden und direkt dahinter Korruption. Hey. Nice. Oh, okay, gut. In 300 Fuß. Ja, 375, wie ziemlich genau. Aber wir haben da direkt schon, Sonnenblumen, das ist sehr entspannend. Sonnenblumen sind in der Lage, die Korruption aufzuhalten. Aber ich bring dir schon mal... Fuck! Ja, du wurdest angegriffen. Jo, ich bring dir nämlich schon mal einen großen Fresser mit. Oh Gott. Nee, er zieht sich zurück. Oder? Ja, doch nicht. Oh, verdammt. Oh, du kommst näher mit... Mist. Ja, ich versuche ihn gerade so ein bisschen in deine Richtung zu locken. Das ist der große Fresser. Maxi-Fresser. Ja, Big Eater im Englischen. Der hat auf jeden Fall 45 Lebenspunkte und macht paar 20 Schaden. Wir machen selbst mit unseren stärkeren Holzschwertern. Nicht reinspringen! Ja, ich wollte eigentlich rüberspringen, aber der hat sich in dem Moment bewegt. Weil wir wie viel Holz habe ich jetzt eigentlich gehackt? 195,
Und jetzt pflanze ich mal ein paar Eicheln. Ja, mach das. Ich baue derweil schon mal ein bisschen Kupfer ab. Dass wir uns ein Kupferbreitschwert dann schon mal craften können. Yay. Wobei ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern. Dafür brauchen wir nämlich viel Kupfer. Ich glaube, das waren 3 Kupfererze, ergeben 1 Barren. 2 oder 3, ich glaube 3 Kupfererze sind das. Das okay. Ist schon ein bisschen was. Bäume. Ich werde jetzt noch mal ein bisschen weiter rumgucken. Verdammt. Und ich habe ganz viele Bäume schon gepflanzt. Das ist gut. Wie gesagt, Holz brauchen wir immer. Weil wir daraus alles Mögliche craften. Möbel, die wir später noch brauchen. Sowie Plattformen, die wir an Dreckwänden und sowas festmachen können. Oder auch direkt an... Ja. An, ja, Blöcken. Eisen! Und ich mache hier gerade Steinentfernung. Steine brauchen wir auch. Oh, ich habe viel Eisen gefunden. Ui. Und extrem viele Pilze. Pilze sind immer gut. Ja, auf jeden Fall. Da können wir nämlich später noch Tränke draus craften. Heiltränke. Hooray. Die heilen dann auch ein bisschen mehr als 15. Ups. Was habe ich denn da gerade gedrückt gehabt? Ach, Seelenqual, was machst du? So. Oh, da ist ein Kaninchen. Tot. Brutality. Ja, ich töte Kaninchen hier immer. Ob sie jetzt durch dich sterben oder durch Monster, das macht dann keinen Unterschied. Wo ist denn eigentlich der Guide? Der, also wenn es Tag ist, dann rennt er so rum. Da ist ein Pilz. Aber im Normalfall entfernt er sich nicht allzu weit vom... Jo, ich seh ihn. Oh Mann, das ist ja hier echt ein Traum. Das ist ja wunderschön. So viel Eisen an der Oberfläche, das ist Wahnsinn. Ja, und zwar, ich bin's nochmal. Und zwar habt ihr jetzt gesehen, dass die Aufnahme einfach mittendrin aufgehört hat. Es liegt daran, dass meine Festplatte voll war und ich das zu spät bemerkt habe. Eigentlich wären das 2 Parts, die ihr da ja gesehen hättet. Ja, jetzt hat es halt mittendrin abgebrochen, aber dadurch, dass es kein ja Story-bedingtes Let's Play ist, ist es nicht so schlimm. Ihr habt einfach nur ein bisschen verpasst, wie wir ein Haus gebaut haben, Mine schon mal vorbereitet haben. Wie wir ein paar Zombies geschnetzelt haben, das werdet ihr aber alles ja nochmal sehen, also, beziehungsweise, ja. Es wird immer wieder mal vorkommen in dem Let's Play. Deswegen ist es jetzt kein Beinbruch, dass ihr das halt nicht seht, was wir in den letzten 20 Minuten dann noch gemacht haben. In den anderen 20 Minuten, die nicht aufgenommen wurden, sagen wir mal so. Es wird auf jeden Fall jedes Wochenende jetzt wahrscheinlich ein Part kommen, außer wir haben beide keine Zeit, dann natürlich nicht. Ansonsten hoffe ich, dass es euch Spaß gemacht hat und tut mir leid, dass ich euch jetzt die anderen 20 Minuten nicht zeigen kann. Wie gesagt, meine Festplatte war voll und ich habe es zu spät bemerkt. Deswegen war halt die Aufnahme dann weg. Ja. Aber das ist jetzt auch nicht so schlimm, weil es besteht ja eigentlich nur aus Craften, Bauen und Zeugs. Und wie gesagt, das wird man alles nochmal sehen. Schade um die Themen, die wir hatten, aber wer weiß, das kann man alles nochmal ansprechen. Nicht so schlimm. Freue dich auf jeden Fall auf den nächsten Part und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part. Tschüss.